So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, Review, was auch immer. Und ich habe mir nämlich eine neue Kamera gekauft. Und ich bin tatsächlich auch so ein Typ, der interessiert sich mega für Foto- und Videokram. Also jetzt mal einfach gesagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie auf Fachrichtungen eingehen oder so, weil vielleicht versteht es dann eh nicht und dann macht es ja eh keinen Sinn. Und da habe ich mir gedacht, kauf mir einfach mal so eine Mittelklasse, nicht Mittelklasse, Einsteiger- bis fortgeschrittene Kamera. Weil natürlich bin ich jetzt nicht der Profi-Fotograf und würde wahrscheinlich mit diesen Profikameras auch nichts anfangen können, weil es einfach zu kompliziert ist für mich. Und dann könnte ich die meisten Funktionen auch gar nicht nutzen, weil, wie ihr wisst, bei Profikameras muss man viel einstellen, damit man wirklich auf gute Qualität der Bilder kommt. Und das wäre bei mir dann total hoffnungslos verloren. Und deswegen habe ich mir das gute Stück hier gekauft, nämlich eine Bridge-Kamera, Leute. Und pass auf, welche kommt. Leicht vorbei. Perfekt. Es ist nämlich die Sony Cybershot HX400V, genauer genommen. DSC HX400V. Ganz richtig. Gucken wir uns mal ganz kurz den Karton an. Sie hat 20,4 Megapixel. Das ist ein CMOS-Sensor. Sie hat natürlich ein Zeiss-Objektiv. So Carl Zeiss-Objektiv halt. Bion X Prozessor. Also Bildprozessor. Dann sie hat 50 Megapixel optischen Zoom. Und bis zu 100 mal digitalen Zoom. Zudem sie noch so einen Stabilisator hat, damit es nicht wackelt. Weil ihr kennt das, ihr zoomt volles Rohr ran. Dann habt ihr das hier so und dann macht es den hier. Dafür hat die so einen Stabilisator drin, aber wie gesagt, da komme ich dann im Review nochmal drauf. Macht Full HD Videos und ich glaube 4K Fotos. Kann man natürlich nicht direkt auf der Kamera wiedergeben, weil der Bildschirm hinten natürlich nicht so hoch auflöst, ist ja logisch. Aber auf jeden Fall macht ihr das und das finde ich echt klasse. So, auf der rechten Seite haben wir die Kamera. Und auch noch ein bisschen Zubehör. Dann, hier steht es nochmal, 4K Fotos macht sie. 180p Aufnahme, also Full HD. Zudem hat sie noch einen HDMI-Ausgang, SDXC-Karten könnt ihr hier reinstecken, habe ich mir jetzt noch dazu gekauft, Moment. Ich habe mir jetzt mal die hier gekauft, durch den Adapter hier, die kann halt nur die Großhandkarten, also die SD-Karten und nicht die Micro-SD-Karten. Aber ja, hier steht auch extra für 4K geeignet, aber mir ist wichtig, dass die eine hohe Schreibrate hat, also die hat für jetzt 95 MB und halt großen Speicher. Deswegen, die ist ideal. Ja, zum Glück ist sie stoßfest. Dann machen die mal ganz kurz aus dem Bild, genau. Es gibt viele andere coole Sachen, die mich jetzt gerade nicht so ansprechen. Und Mac. Ich habe keinen Mac. Im Moment juckt es mich nicht, dass die für Mac geeignet ist. So, dann haben wir hier wichtiges Zeug. Einen grünen Aufkleber und einen weißen Aufkleber. Und wieder am Anfang. Hier unten haben wir nicht. Die hat natürlich noch NFC, ne? Das ist auch cool und Wi-Fi. Also wunderbar. Denn das Ding mache ich jetzt erstmal auf hier mit einem wunderbaren Unboxing-Mess. Ich habe das komischerweise immer zur Hand, wenn ich das hier, weil es liegt hier sowieso immer, deswegen habe ich nie ein anderes. Wer sich jetzt fragt, warum ich das jedes Mal für Unboxings nehme, weil es hier einfach immer liegt und weil es auch einfach super praktisch dafür ist, deswegen. So, Leute, es ist offen. Messer zuklappen, wegpacken und öffnen. Was für eine Enttäuschung. Aber die Spannung steigt, und ich habe es wahrscheinlich mit Absicht so gemacht. Dass man jetzt die Kamera noch nicht sieht und jetzt auch noch nicht sieht, damit die Spannung immer schön erhalten bleibt, bis man das komplette Ding entpackt hat. So, wir haben hier wunderbare viele Zettel, ganz, ganz viel Anleitung für Wi-Fi Connections, das ganz dickes Handbuch für viele Informationen, in viele Sprachen, brauche ich auch nicht. Tschüss. Die dritte von Abdeckung, so. Und dann haben wir hier die Kamera aber immer noch zu in der Folie, damit man ja nicht... Die Spannung soll erhalten bleiben, das merkt man. So, haben wir hier ganz viel Zubehör, mit dem beginnen wir auch. Also alles Zubehör raus. So. Und dann haben wir das gute Stück. Nee, Spaß. Packen wir natürlich auch noch aus. Ja, wegmachen. Die ist in so einer Plastikverpackung. Finde ich ein bisschen eklig jetzt. Aber, also im Sinne von Haptik und so, aber naja. So, dann haben wir das kleine, gute Stück, sage ich mal. Klein. Stellen wir hier ab. Kann... Genau, schmeiß einfach auf den Boden. So, ich würde sagen, dann listen wir erstmal das ganze Zeug hier auf. Die Kamera, der Akku, Ladestation für den Akku, das Stromkabel für die Ladestation, die Objektivklappe, die Trageschlaufe, das Micro-USB-Kabel zum Übertragen von da. Jetzt unsere Foto. Und jede Menge Lesestoff. Und natürlich noch die Micro-USB-Karte, die man natürlich extern kaufen muss. Also ist nicht im Zubehör enthalten. So, ich würde einfach mal vorschlagen, wir haben hier die Cam. Hier ist keine Schutzfolie drauf, möchte ich nur mal sagen. Bin ich jetzt eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil, naja, erwartet man halt, ne, dass da so eine Schutzfolie auf dem Display ist. Aber ansonsten erkläre ich nochmal alles später im Review.
Und jo, ne? Was ich mal vorschlagen würde, ist, wir packen mal gleich hier dieses Teil drauf, weil, ja, ne? Staub überall in der Welt, nicht gut für Kamera. Zack, dann macht's Klick und ist es drauf. Die stellen wir einfach mal zur Seite. So, da hinten ist sie. Tschüss. Und ich würde sagen, der Akku ist wahrscheinlich nicht geladen, ne? Auf jeden Fall, das ist hier, das ist das Netzteil. Wenn der halt dann mal aufgehen würde, naja, das muss man jetzt hier reinstecken. So. Dann haben wir hier das Stromkabel natürlich noch. Also das ist echt nicht lang, Leute. Dann haben wir hier den Akku, den mache ich jetzt auch mal gleich raus, weil ich zeige das mal ganz kurz. Multi steht für den Micro-USB. Kann man das jetzt aufklappen? Klappt, dann klappt es auf. Dann kommt hier der Akku rein mit den Kontakten hier natürlich nach unten. Ihr seht es ja. Da macht es Klick, dann rastet das hier ein. Zack, so und fertig. Und dann kommen wir natürlich zu unserer Speicherkarte. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist immer so blöde hier befestigt. Muss ich ja gleich wieder zu meinem Messer greifen da. Oh, da habe ich es draußen. Wir machen das Ding jetzt hier mal auf, wenn ich das machen lassen würde. Nehmt einfach mal ganz vorsichtig rein. Dürft ihr zu Hause natürlich nicht machen, wenn ihr da Unfug macht, weil dann macht ihr euch die SD-Karte kaputt. So, alles Folie ab. Alles Dinger raus. Micro-SD-Karte, die schieben wir jetzt hier einfach mal rein. Schieben wir den auch mal rein. Ihr müsst den so rum reinmachen, also mit der Schrift von eurem Ding. So. Dann klickt es, dann ist es drin. Macht ihr so zurück und dann ist es auch schon wieder zu. Wir müssen die Kamera noch einrichten und dann geht's zum Review.